Der Maximilianpark in Hamm veranstaltet jedes Jahr zum Ende des Sommers das Herbstleuchten. Bei der Veranstaltung werden viele Lichter, Projektionen und kleine Kunstwerke aufgebaut. Das wollten wir uns mal genauer anschauen. Jörg Rogalla arbeitet schon seit vielen Jahren im Maxi-Park und hat die Erfahrung gemacht, dass das Herbstleuchten bei den Menschen sehr gut ankommt. Jeden Abend kommen viele Kunstbegeisterte in den Park, um sich die faszinierenden Lichtkunstobjekte anzuschauen. Also wir machen jetzt, wenn ich mich nicht ganz schwer vertue, das Herbstleuchten zum 11. Mal in diesem Jahr. Und wir haben im letzten Jahr eine absolute Top-Marke mit 60.000 Besuchern bei allerdings fantastischen Witterungsverhältnissen gesetzt, selber gesetzt. Was natürlich für uns schon eine tolle Marke ist, wenn man überlegt, dass im Schnitt hier pro Abend 4.000, 5.000 Menschen dann wirklich nur wegen des verzauberten Maxi-Parkes, mit Licht verzauberten Maxi-Parkes kommen. Der Maxi-Park hat das Herbstleuchten allerdings nicht selber erfunden. Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Lichtkünstler Herrn Flammersfeld auf die Beine gestellt. Wir haben tatsächlich gedacht, kann man nicht im Herbst irgendwas machen in diesen Ferien? Von daher haben wir im Grunde neben so einer familienorientierten Ausstellung, wie jetzt im Augenblick Playmobil oder Lego, auch geguckt, ob man nicht vielleicht Abend in Abend irgendwo noch nutzen kann, und sind dann fündig geworden und haben die Dortmunder gefragt, ob die ein Problem damit haben, wenn wir mit Herrn Flammersfeld Kontakt aufnehmen. Die haben dem zugestimmt, und daraufhin sind wir dann relativ schnell mit Herrn Flammersfeld einig geworden. Er hat sich den Park hier angeguckt, der fand den toll. Das Gute ist, dass der Westfalenpark und wir sozusagen als zweiter Park von Herrn Flammersfeld sehr unterschiedlich strukturiert sind. Herr Flammersfeld macht das nicht nur in Hamm, sondern auch in einem zweiten Park in Dortmund. Was das Besondere an dem Park ist, erklärt uns Herr Rogalla. Ich glaube, das Besondere ist tatsächlich der Mensch, Flammersfeld, der Künstler Flammersfeld, der es immer wieder schafft, ganz neue Elemente in die Grundstimmung mit dem Licht in den Park zu pflanzen. Für die Leute, die zu uns kommen, die Besucher, ist es halt enorm wichtig, dass immer wieder was Neues dabei ist und dass so die bewährten alten Sachen aber auch immer wieder kommen. Wolfgang Flammersfeld hat mit seinen Mitarbeitern die Lichtkunstobjekte hier im Park entworfen. Wie aufwendig war es, die Lichter aufzubauen, und wie lange dauert die Vorbereitung? Also die Vorbereitung beginnt jetzt fürs nächste Jahr quasi, ne? Gedanken, Überlegungen, und dann zieht sich das über das ganze Jahr. Und die konkrete Ausführung dauert ungefähr eine Woche mit 10 Leuten. Die Videoprojektion, das dauert schon mehrere Wochen oder Monate. Eines der Kunstwerke gefällt dem Künstler am besten, und dafür hat er sich besonders engagiert. Also ich habe mich in diesem Jahr sehr, sehr stark um Videos gekümmert und bemüht. Deshalb finde ich die Projektion am Elefanten besonders stark. Der Künstler bespielt viele verschiedene Parks im Jahr, wodurch es nicht möglich ist, für jeden Park ein anderes Motto zu erstellen. Die Überlegung ging eigentlich immer dahin, was würden wir gerne machen, was gefällt uns, woran arbeiten wir gerade, was finden wir spannend. Und wir arbeiten nicht mit dem Thema. Das geht insofern nicht, als dass man nicht in jedem Park, wir machen ungefähr 20 Parks oder Schlösser im Jahr, sodass wir nicht für jeden Park und jedes Schloss jedes Jahr ein Motto bearbeiten können. Das ist gar nicht leistbar. Deshalb ist es eigentlich alles irgendwie global, hängt global mit Licht zusammen und soll vor allen Dingen Stimmung erzeugen. Das heißt, die Leute sollen da durchgehen und sollen an bestimmten Stellen bestimmte Stimmungen mitbekommen und die dann auch in sich aufnehmen und dann nach Hause gehen und sagen, ach, ich habe was Gefühlvolles erlebt und nicht irgendwie Gedaddel oder sonst was. An den Lichtkunstobjekten ist deutlich erkennbar, wie viel Arbeit dahinter steckt. Auch fürs nächste Jahr wird sich Herr Flammersfeld mit seinem Team wieder etwas einfallen lassen, um die Menschen zum Staunen zu bringen.